So, liebe Zuschauer, es ist Frühling und es ist wieder Zeit für eine Wartung und Inspektion vom Elektroauto. Ihr könnt da viel selber machen. Das zeige ich euch in dem Video, was da alles geht. Da könnt ihr Geld sparen. Also bleibt dran. Klappe auf. Ich zeige euch jetzt, wie man drei Sachen einfach durchführen kann. Ihr braucht keine Angst zu haben. Das ist kinderleicht. So wie der Bauer sein Feld düngt, so muss auch der Elektromobilist sein Magnetfeld düngen. Die meisten Elektromotoren haben Dauermagnete. Wie wir alle wissen, bestehen die Dauermagnete aus seltenen Erden. Und seltene Erden muss man natürlich düngen. Und was nehmen wir dazu? Natürlich den guten Blaukondensator Premium Flüssigdünger. Gibt es in jedem guten Automobilfachhandel. Wer will, kann natürlich auch einen Anoden-Kompost-Biodünger nehmen. So, und dann gut rein mit dem Zeug. Der Blaukondensator-Dünger ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem AdBlue für die Verbrenner. Also passt da bitte auf. Die Wechselrichterrobe, die müssen wir waschen. Zusammen mit der Gleichrichterrobe, das können wir in einem Waschgang machen. Man nimmt die einfach raus aus dem Motorraum. Die ist ein bisschen dreckig geworden. Ist wichtig, die Richterrobe, dass dem Wechselrichter und dem Gleichrichter nicht kalt wird im Winter. Die machen wir jetzt ordentlich sauber und dann gibt es dem Auto natürlich nochmal viel besser. Und ihr könnt viel besser laden. Ihr könnt die Wechselrichterrobe mit der Gleichrichterrobe zusammenwaschen. Könnt ihr alles in einem Waschgang machen. Aber denkt dran, nicht mehr als 3000 Umdrehungen. Warum 3000? Naja, ganz klar, 3000 Umdrehungen pro Minute sind 50 Hertz. Der Kabelbaum, der wuchert über die Wintermonate. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also holt euch am besten einen Seitenschneider und dann noch einen Eimer. Und dann könnt ihr da beherzt den Kabelbaum so ein bisschen ausgeizen. Und das Gute ist, von dem Kupfer bekommt ihr beim Altmetallhändler noch ein bisschen Geld. In Tagen niedriger THG-Quote ist das natürlich super. Da könnt ihr noch ein bisschen Geld dazu gewinnen. Ihr dürft nicht zu viel abschneiden. Wenn ihr nicht wisst, wie man das schneidet, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Hoppala. Dann mache ich da nochmal ein extra Video drüber. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich. Es hat euch Spaß gemacht und jetzt habt ihr jede Menge Geld gespart. Und ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst oder ein Abo. Es gibt dann irgendwann demnächst auch noch den dritten Teil zur Wartung am Elektroauto selbst gemacht. Den Teil 1 findet ihr hier oben verlinkt. Schaut es euch gerne an. Da erfahrt ihr unter anderem, wie man die Kabelschuhe mit MOSFET einschmiert und den Spannungsabfall entsorgt. Macht's gut, euer Elektrospaßvogel. Tschüss!